Sommer 2019. Im Sudan läuft eine blutige Revolution. Die Bevölkerung wendet sich erst gegen Machthaber Bashir, dann gegen den herrschenden Militärrat. Auf den Straßen herrscht Chaos, doch es gibt auch friedlichen Widerstand. Den dokumentiert das World Press Foto des Jahres. Der Fotograf drückt auf den Auslöser, als ein junger Mann inbrünstig Friedensgedichte rezitiert. Weil seit Stunden Stromausfall herrscht, sind Mobiltelefone die einzige Lichtquelle. Zwischen den Zeilen riefen die Menschen Revolution. Sein Gesichtsausdruck und seine Stimme haben mich beeindruckt. Ich konnte mich nicht von diesem Moment losreißen, weil er so viel Entschlossenheit zeigte. Die Jury hatte in diesem Jahr die Auswahl aus fast 75.000 Fotos von mehr als 4.000 Fotografen. Im Fokus politische Ereignisse, Kriege, Konflikte und Naturkatastrophen. Das Foto der Proteste im Sudan verfing. Dieses Bild zeigt uns eine der wichtigsten Entwicklungen in Ostafrika. Es gibt den friedlich Protestierenden eine Stimme und vermittelt ein Gefühl der Hoffnung. Die Auswahl der Gewinner fand vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Die feierliche Preisverleihung in Amsterdam musste jetzt Corona-bedingt ausfallen.